In diesem Video geht es um die Patentrecherche. Erstmal muss man sich natürlich darüber klar sein, wofür man die Patentrecherche überhaupt braucht. Ich stelle in diesem Video mal die zwei häufigsten Typen der Patentrecherche vor. Zum einen die Recherche nach Stand der Technik, also wenn man ein anderes Patent angreifen möchte, weil es eben vielleicht nicht neu und erfinderisch ist oder wenn man im Vorfeld einer eigenen Patentanmeldung eine Recherche durchführen möchte. Und zweitens die sogenannte FTO-Recherche, Freedom to Operate, wo ich herausfinden möchte, ob ich mit meinem Produkt, einem neuen Produkt, in andere Patente eingreife. Wie laufen diese Recherchen ab und was kosten sie vor allem? Bei der Recherche nach Stand der Technik kann man die Suchstrategie sehr konkret und sehr eng fassen. Man kann sich zum Beispiel an dem Ausführungsbeispiel in dem Patent orientieren, auch ganz konkrete Bestandteile, wenn es um eine Zusammensetzung geht, beispielsweise in die Recherche mit einbauen. Man kann ganz spezifisch nach dem genauen Gegenstand der Patentansprüche recherchieren. Lassen Sie mich das kurz an einem Beispiel zeigen. Ich benutze die Datenbank Total Patent von LexisNexis. Es gibt aber auch natürlich ganz viele andere Datenbanken, die ganz Ähnliches leisten können. Eine Recherche nach Stand der Technik kann erfahrungsgemäß alles zwischen 500 und 5000 Euro kosten, je nachdem, welche Datenbanken man einsetzt, je nachdem, wie sorgfältig man sucht, wie lange man sucht, wie aufwendig eben diese Recherche ist. Nehmen wir an, man möchte recherchieren, ob es schon ein fliegendes Auto gab, das mit bestimmten Düsen auf der Oberseite der Oberfläche die Luftströmung modifiziert hat, damit es besser fliegen kann. Dann kann man das in eben einer Patentdatenbank recherchieren. Ich benutze dazu die Datenbank Total Patent. Man kann aber auch jede andere Datenbank benutzen, die bestimmt ähnlichen Umfang hat, Funktionsumfang. Total Patent benutze ich, weil wir es halt in der Kanzlei so abonniert haben und die auch schöne Funktionen hat. Zum Beispiel kann ich hier mit diesem Häkchen sagen, dass in den Maschinenübersetzungen der Volltexte in den verschiedenen Ländern auch in der englischen Maschinenübersetzung eben gesucht werden soll. Das heißt, ich kann auch chinesische und japanische Dokumente finden, wenn ich auf Englisch recherchiere. Und ich kann weiter unten in dem Formular eben auch alle möglichen Datenbanken und Länder auswählen, also auch relativ exotische Länder wie Taiwan oder wie zum Beispiel Libanon oder insgesamt sehr, sehr viele Länder, die auch einen großen Teil im Volltext in dieser Datenbank vorhanden sind. So, kommen wir also zurück zum Beispiel. Ich möchte recherchieren, ob es schon Patente auf fliegende Autos gab, die eben mit bestimmten Düsen die Luftströmung um das Auto herum modifiziert haben. Dann gebe ich eben eine Suchstrategie hier ein, zum Beispiel Fly und Car. In dieser Datenbank ist das Ausrufezeichen eine Trunkierung, das heißt, da ist dann Flying Car und Flight Car und alle möglichen Worte, die eben mit Fly anfangen und danach Car haben, werden hier gesucht und dann Nozzle, wie zum Beispiel eine Düse. Aber man kann natürlich bei einer richtigen Recherche hier auch alle möglichen Synonyme noch aufführen. Auch für Car kann man natürlich Automobile und für Flying kann man auch, weiß ich, Levitating oder so sagen. Und für Stream kann man sicher auch noch Synonyme hier einfügen, um einfach noch viel bessere Rechercheergebnisse zu finden. Es gibt natürlich noch unzählige weitere Modifizierungsmöglichkeiten für diese Recherche. Man kann die nach technischen Gebieten einschränken oder nach Publizierungsdaten oder nach bestimmten Erfindern oder lauter verschiedenen anderen Möglichkeiten, die aber hier zu weit führen würden. Ich habe jetzt mal alle Länder ausgesucht, ausgewählt und auch im Volltext lasse ich hier recherchieren und guck mal, was dabei rauskommt. Wenn man hier recherchiert und auf Search drückt, dann bekommt man insgesamt 35 Dokumente angezeigt. Die kann ich dann sortieren nach, die sind standardmäßig nach Publikationsdatum hier sortiert. Ich kann die aber nach Relevanz sortieren, das heißt, wo am meisten Stichworte vorkommen, die werden zuerst gezeigt. Das ist zufällig auch hier das relevanteste, eins aus China, was auch schon vorher
angezeigt worden war, weil es nämlich auch das jüngste Dokument ist von Mai 2017. Man sieht, dass da noch relativ viele, auch größere Konzerne dran forschen, nämlich zum Beispiel Toyota. Die haben hier beschrieben, dass sie eine bestimmte Düse haben, die eben oberhalb des der Windschutzscheibe angebracht ist und eben da die Luftströmung beeinflusst. Dann gibt es hier auch noch andere größere Anmelder wie Rolls-Royce, die ebenfalls an solchen Technologien offensichtlich arbeiten. Hier sehe ich noch so eine Anmeldung von Rolls-Royce. Und dann muss man eben die einzelnen Dokumente sich dann eben genauer ansehen und sehen, ob die genau die gleiche Technologie schon, ob die eben die gleiche Technologie, die man selbst vielleicht zum Patent anmelden möchte, oder wenn man die Recherche gemacht hat, um ein anderes Patent zu vernichten, muss man eben genau vergleichen, ob diese gefundenen Dokumente eben genau diese Technologie, entweder die man angreifen möchte oder eben die man selbst anmelden möchte, vorbeschreiben, damit man eben entweder sich überlegen kann, was sind die einzelnen Unterschiede der eigenen Erfindung gegenüber diesen Dokumenten, um dann eben die Patentanmeldung noch nachhaltiger aufzubauen, noch besser aufzubauen oder eben rauszufinden, ob man eben das Patent, was man angreifen möchte, mit so einer Stand der Technik-Recherche auch tatsächlich solche Lösungen beschreibt und ob man eben mit diesen hier beschriebenen Lösungen das Patent eben erfolgreich angreifen kann, weil es im Hinblick auf diese Dokumente halt nicht mehr neu ist. In der anderen Recherche, der sogenannten FTO-Recherche, also Freedom to Operate-Recherche, versuche ich herauszufinden, ob ein Produkt in bestimmte Patente eingreift. Bei dieser Recherche ist es wichtig, dass man sehr breit recherchiert, also dass man sich nicht zu sehr einschränkt, damit einem keine Patente durchgehen und keine Treffer durchgehen, in die man vielleicht eingreift. Wie man sich einschränken kann, ist natürlich die Länder. Das heißt, wenn ich nur in Deutschland ein Produkt verkaufe, dann kann ich mich in der Recherche wahrscheinlich auf deutsche Patente, auf deutsche Gebrauchsmuster, auf europäische Patentanmeldungen und Patente und auf sogenannte PCT-Anmeldungen, also weltweite, sogenannte weltweite Patentanmeldungen beschränken. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass innerhalb des Prioritätsjahres auch aus anderen Ländern Patente nach Deutschland kommen. Das weiß man nie. Die Recherche ist also immer ein bisschen ungenau, weil ja Patente in der Regel 18 Monate geheim gehalten werden und da weiß man nicht so richtig, was da noch auf einen zukommt. Also eine gewisse Unsicherheit bleibt. Man kann sich aber auf Länder immer ganz gut schon einschränken. Dann kann man vielleicht das technische Gebiet etwas einschränken. Und zwar mit den sogenannten IPC-Klassen. Es gibt eben alle technischen Gebiete, sind eingeteilt in technische Klassen, die sogenannten IPC-Klassen. Und da gibt es eben Klassen, weiß ich, in der Chemie mit C oder auch A oder H für eher elektrotechnische Dinge. Und da kann man sich auch gut einschränken, wenn man zum Beispiel eine Küchenmaschine hat. Dann ist die, glaube ich, in A47 irgendwas. Gibt es eben eine bestimmte IPC-Klasse. Und dann kann man die Treffer vielleicht darauf auch begrenzen, damit man eben nicht total überflutet wird mit lauter Patenten. Dann kann man natürlich sehen, dass man die Recherche nur auf noch in Kraft befindliche Schutzrechte einschränkt, also Schutzrechte, die schon abgelaufen sind oder die erfolgreich angegriffen wurden, gelöscht wurden, die braucht man natürlich nicht zu finden in dieser Recherche. Dann kann man sich vielleicht noch auf die 5 wichtigsten Wettbewerber beschränken, also wenn man immer weiß, dass man eigentlich immer nur von den wichtigsten Wettbewerbern auch angegriffen wird und in der Vergangenheit eben von anderen Patentinhabern eigentlich nicht angegriffen wurde, dann kann man vielleicht ja die Recherche auch auf diese Anmelder beschränken. Wovon ich abraten muss, ist die Beschränkung der Recherche auf bestimmte Stichworte. Denn wenn ich mich auf Stichworte beschränke, dann benutze ich ja immer eine bestimmte Sprache. Und die Datenbanken, jedenfalls die Bezahldatenbanken, da kann man schon mittlerweile auf Englisch alles recherchieren, weil nämlich die ganzen Dokumente aus dem Stand der Technik oder die früheren Schutzrechte alle maschinenübersetzt sind auf Englisch. Aber es ist natürlich so, dass es auch tausende Synonyme gibt. Ja? Also wenn ich einen bestimmten Begriff als Suchbegriff eingebe und dann lauter Synonyme natürlich mit oder verknüpfe und auch eingebe
und aber ein Synonym vergesse und genau dieses Synonym wird dann in einer Entgegenhaltung benutzt oder dieses frühere Patent ist dann eben vielleicht nicht maschinenübersetzt oder nicht richtig maschinenübersetzt, dann habe ich da eine Lücke und dann geht mir dieses Schutzrecht durch. Dann finde ich das nicht. Also ich kann nur davon abraten, diese FTO-Recherchen mit Stichworten einzuschränken, weil das sehr gefährlich sein kann. Die Kosten für so eine FTO-Recherche, die sind natürlich direkt proportional zu der Anzahl der zu überprüfenden Patente. Also wenn man die Recherche sehr stark einschränkt, dann finde ich natürlich nur weniger Patente. Wenn ich die Recherche breit lasse, dann muss ich mir sehr viele Schutzrechte ansehen. Also es ist immer ein bisschen Trade-off, wie teuer es ist und wie viele mir dann durchgehen, die vielleicht noch relevant sind. Jetzt mal so als Beispiel, wenn 50 Schutzrechte übrig bleiben, das ist eine übliche Zahl, oder vielleicht 100, dann kann man die Kosten relativ leicht feststellen. Also für das Studium des genauen Gegenstands, des Produkts und so weiter, brauche ich in der Regel so, weiß ich, vielleicht einen halben Tag oder so. Ich rechne nach Stunden ab, also ich rechne immer so ungefähr 280 Euro die Stunde ab. Da kann man sich also ziemlich genau ausrechnen, was das kosten wird, einfach mal das Produkt sich genau anzusehen, was sind die Eigenschaften des Produkts, wo kommt es drauf an. Dann diese Recherche durchzuführen, das ist relativ schnell, wenn man das mit dem Auftraggeber eben abspricht, auf was man sich einschränken kann, dann braucht man da vielleicht eigentlich nur eine Stunde oder so. Dann kommt es aber darauf an, dass man sich eben die einzelnen Schutzrechte, die man dann gefunden hat, alle anguckt. Und das ist direkt skaliert. Ja? Also wenn ich mir nur die Patentansprüche angucken soll, also je nachdem, wie ich das mit meinem Auftraggeber abgesprochen habe, dann brauche ich vielleicht so, dann kann man so rechnen, vielleicht 100, 150 Euro pro Schutzrecht, dass ich mir angucke, fällt das Produkt unter die unabhängigen Ansprüche. Und wenn ich mir die ganzen Schutzrechte komplett durchlesen soll, dann dauert das natürlich je nach Länge des Schutzrechts eben länger. Also dann kann das auch mal zwischen 500 und 1000 Euro pro Schutzrecht kosten. Wie man da schnell merkt, kann das sehr kostenintensiv sein. Also wenn ich mir nur so 50 Schutzrechte angucke und auch nur die Patentansprüche angucke, dann sind es schon mal wenigstens eben 50 mal 100 sind dann 5000 Euro. Wenn ich mir mehr Schutzrechte angucke oder es einfach etwas aufwendiger ist, kann es auch schnell teurer werden, auch schnell doppelt so teuer. Man muss also immer sehen, macht es ökonomisch Sinn? Mache ich überhaupt mit meinem Produkt so viel Gewinn, dass es sich überhaupt lohnt, so eine Recherche durchzuführen und so eine Meinung eines Patentanwalts einzuholen? Wenn ich weiß, ich mache in den nächsten 2 Jahren eben nur, weiß ich, einen Gewinn von, weiß ich, 10.000 Euro mit dem Produkt oder ist der Plan, dann macht es vielleicht ökonomisch gar keinen Sinn, so eine Recherche anzustellen und dann lasse ich es vielleicht eher darauf ankommen, abgemahnt zu werden und dann ist das Risiko halt, dass man dann den Vertrieb einstellen muss und den Gewinn, den man erwirtschaftet hat, jedenfalls zum großen Teil rausgeben muss und die Kosten des gegnerischen Anwalts tragen muss. Aber das muss man so ein bisschen ökonomisch einfach einschätzen und abwägen. In diesem Video konnte ich natürlich nicht in alle Details der Recherche eingehen, aber ich hoffe, ich konnte einen ganz guten Überblick geben. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und in Zukunft auch über Patente, Marken und Designs mehr erfahren wollen, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal. Wenn Ihnen das Video gefällt, drücken Sie auf Like. Wenn Sie Fragen und Kommentare haben, dann gerne unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.